Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich dieses Objekt, was ich seit vielen Jahren betreue, hier vorstellen darf. Greiz hat nicht nur ein Schloss, sondern drei Stück. Das hängt mit der etwas komplizierten Geschichte in Greiz zusammen. Die Reußen älterer Linie waren innerhalb der Stadt Greiz früher nochmal geteilt in Unter- und Obergreiz. Und das obere Schloss ist die Residenz der oberen Hälfte und das untere, was Sie hier rechts im Bild sehen, die andere Residenz. Aber das sollte natürlich keine Kritik sein an der Einführung. Wir wollen ja nur über das obere Schloss reden. Das obere Schloss in Greiz war bis ins 19. Jahrhundert die Residenz der Grafen und Fürsten Reuß älterer Linie. Das heute äußerlich als Renaissance- bzw. Barockanlage erscheinende Anwesen entwickelte sich aus einer im späten 12. Jahrhundert angelegten romanischen Höhenburg. Naturgemäß waren diese Burgen natürlich verwinkelt und sollten für feindliche Angriffe gerade schlecht erreichbar sein. Genau das Gegenteil von dem, über das wir heute sprechen wollen, nämlich Möglichkeiten zur möglichst barrierefreien Erschließung von Denkmalobjekten, hier also am Beispiel des Oberen Schlosses in Greiz. Ja, mir geht das jetzt genauso, dass das weitergerutscht ist. Auf diesen zwei historischen Ansichten sehen Sie die Problematik dieses Felsens inmitten der Ebene der Innenstadt noch mal etwas deutlicher. Man kann also diesen Zugangsweg, der bis heute auch der einzige benutzbare ist, deutlich erkennen, einmal von Süden, einmal von der Ostseite. Aber auf den Schlossberg und das Schloss in seiner Gesamtheit werde ich im abschließenden Ausblick noch einmal kurz eingehen. Unser Hauptthema ist zunächst der Einbau eines bereits im Haus 7, hier sieht man gar nichts, hier fehlt irgendwie eine Folie. Eine Leere dazwischen gerutscht. Unser Hauptthema ist zunächst der Einbau eines bereits realisierten Personenaufzuges im Haus 7, den Corps de Logis des Schlosses. Anlass dazu war die Sanierung und Restaurierung in den Jahren 2005 bis 2010. In diesem Haus an der südlichsten Spitze des Schlosses stecken die romanischen Ursprünge der Burg, nämlich ein Palas, eine Doppelkapelle und zwei Wohntürme, die in der Renaissance zu einem zusammenhängenden Gebäudekomplex vereinigt wurden. Eigentlich wollte ich Ihnen an dieser Stelle einen Lageplan zeigen, um Ihnen zu zeigen, wo das liegt. In der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde das Haus, in dem immer noch die Zwänge der mittelalterlichen Burg steckten, mit eleganter Rokoko-Ausstattung zu den privaten und Repräsentationsräumen der fürstlichen Familie aufgewertet. Im musealen Bereich können Sie dazu auf diesem Bild den wiedererstandenen Heinrich XI. Sozusagen in Erwartung seiner Gäste an einer Tafel sitzen sehen. Die denkmalgerechte Sanierung zum Museum hatte zum Ziel, den komplett nachvollziehbaren Kosmos dieser Residenz eines Miniaturfürstentums im 18. Jahrhundert zu konservieren und dabei die Baubefunde vom 12. bis ins 19. Jahrhundert mit einzubeziehen. Die Aufgabenstellung zur Sanierung beinhaltete von Anfang an, eine Aufzugsanlage für das Gebäude vorzusehen. Schließlich sollte eine öffentliche Nutzung als Museum umgesetzt werden. Bei der Standortfindung kam uns eine bauliche Besonderheit zugute. Für den diskreten Übergang des Dienstpersonals vom Südflügel in den westlichen Wohntrakt der Fürstgemahlin hatte man im hofseitigen Knick der beiden Gebäudeflügel einen schmalen Anbau angefügt, gerade so breit, dass ein schmaler Flur hineinpasste. Das ist also der Südflügel und hier unten der westliche Flügel
mit der Privatwohnung der Fürstgemahlin, auf dem Ostflügel die private Wohnung des Fürsten in der barocken Zeit. Ich kann Ihnen hier an dem Beispiel auch nochmal schnell sagen, was in der Substanz noch drin steckt. Das ist also der mittelalterliche Palast, der mit 1188 datiert wurde, daran anschließend eine Kapelle in der besonderen Bauform einer staufischen Doppelkapelle, dazwischen ein barockes Treppenhaus, dann an dieser Stelle und an dieser Stelle zwei Wohntürme aus der mittelalterlichen Zeit, die im Kellergeschoss noch vollständig erhalten sind. Und wir sollten also bei der Sanierung in diesem Gebäude irgendwo eine Aufzugsanlage unterbringen und sind bei unseren Variantenuntersuchungen sehr schnell auf diese Stelle gekommen, weil hier dieser kleine Anbau vorhanden war. Sie sehen ja auch noch den bediensteten Flur, der früher hier durchführte. Und diese Stelle, die war also genauso groß, dass man hier die Aufzugsanlage verstecken konnte, ohne in die wertvollen Räume einzugreifen. Der Rückbau dieses in der Substanz recht primitiven Zubaus wäre für das Renovierungskonzept durchaus diskutabel gewesen. So bot die Kubatur aber gerade so viel Platz, dass ein Aufzugsschacht zwischen die historischen Innenräume genauso unauffällig wie zuvor der Flur platziert werden konnte. Vorteilhaft war auch, dass die dreieckigen Vestibüle der beiden Hauptgeschosse in den Ecken kurze verbrochene Wandstücke aufwiesen, die ideal zur Einordnung der inneren Aufzugsschachttüren genutzt werden konnte. Ja, diese dreieckigen zentralen Räume haben immer so eine kleine verbrochene Wand in den Ecken und an dieser Stelle konnten wir das ausnutzen. Andere Standortvarianten wurden schnell verworfen. Ich hatte schon gesagt, dass im Inneren immer irgendwelche wichtigen, historischen, wertvollen Räume zerstört hätten werden müssen. Und hofseitig konnte die Platzierung, also aufgrund dieser recht vorteilhaften Situation, dann verworfen werden. Der Aufzug ist, wenn wir uns die Fassade anschauen, hinter dieser Fensterachse verborgen. Das ist also dieser kleine Anbau. Und rechts daneben sehen Sie die frühere Situation, die es vor dem Umbau war. Der Aufzug, der also hinter dieser Fensterachse angeordnet ist, bietet sowohl während der Fahrt Ausblicke nach außen, von innen nach außen, als auch von außen nach innen kann wiederum die Vorbeifahrt der Kabine hinter den Fenstern beobachtet werden. Für den barrierefreien Zustieg vom Hofniveau ist also auf Hofniveau eine Aufzugsschachttüre angeordnet. Dafür musste in diesem Bereich die Fassadengliederung etwas verändert werden. Dies wurde auch von der Denkmalpflege mitgetragen, zumal dabei auch die benachbarte unvorteilhafte Kellereingangssituation mit bereinigt werden konnte. Es gab also früher an dieser Stelle hier einen Eingang von außen in verschiedene Kellergewölbe. In diesen Kellergewölben wurden während der Bauforschung diese mittelalterlichen Baubefunde der zwei Wohntürme aufgefunden. Und dieser Keller hatte im Inneren des Gebäudes keine Anbindung an das Haus. Er wurde dann nachträglich an das Haupttreppenhaus angeschlossen und somit konnte dieser Außeneingang wieder rückgängig gemacht werden und man musste also praktisch nur die frühere Tür mit der neuen Situation tauschen, die Fassade etwas umplatzieren, um zu einem barocken Ergebnis wiederzukommen. Wie funktioniert nun die barrierefreie Benutzung? Normalerweise werden die Gäste im Museum an der Haupteingangstür im Empfang genommen, hinter der sich allerdings mehrere Stufen bis zum Erdgeschossniveau anschließen. Als Besucher mit Behinderungen, die also auf Mobilitätshilfen angewiesen sind,
darf man zunächst mit dem Auto bis in den oberen Schlosshof fahren und dort auf einen besonders ausgewiesenen Stellplatz parken. Der ist ja auf unserem Bild nicht mal mit drauf, schließt hier rechts an. Im Moment ist es so, dass er nicht erreichbar ist, weil wir dort im Bereich eine Baustelle haben, im Zufahrtsbereich, aber dieser Platz steht also prinzipiell dafür zur Verfügung. Um barrierefrei in das Museum zu gelangen, meldet man sich an einer Rufsäule neben dem Eingang beim Aufzugspersonal. Das ist diese Säule hier auf der rechts nochmal groß. Daraufhin fährt ein Museumsmitarbeiter mit einer Vorzugsfahrt mit dem Aufzug zum Haltepunkt Hofniveau, um den behinderten Gast abzuholen. Im Museum angelangt, können Sie dann alle Hauptetagen, das heißt ca. 2/3 bis 3/4 der Ausstellungsflächen und selbstverständlich auch eine barrierefreie Toilette ebenerdig erreichen. Die selbstständige Benutzung dieses Aufzugs generell hat die Museumsverwaltung verworfen, weil sie in der prekären Situation ist, viel zu wenig Personal zu haben für die Betreuung des Museums, und man war also der Meinung, man kann die Aufsicht nicht mehr gewährleisten, wenn man verschiedene Eingangssituationen hat, und wollte also dann nur eine Stelle haben, wo die Besucher ankommen, damit man sie in Empfang nehmen kann. Das ist nochmal ein kleiner Blick in die behindertengerechte Toilette. Die Toilette ist gegenüber. Dieses Panoramafenster brüstungslos ist jetzt nicht extra so gebaut worden, damit man da schön rausgucken kann, sondern hat sich dadurch ergeben, dass wir dort den Fußboden angehoben haben, um ebenerdig an diesen Raum heranfahren zu können. Hier der Aufzugsschacht im Bau und hier im Grundriss. Die Grundrissgeometrie des Aufzugsschachtes und natürlich auch der Fahrkabine musste sich den geometrischen Verhältnissen der Gebäudegrundrisse anpassen. Die zum Fünfeck erweiterte Aufzugskabine war statisch nicht ganz unproblematisch, da die Lasten dadurch unsymmetrisch in das Fahrschienengerüst eingeleitet werden. In Kooperation mit einer regionalen Aufzugsbaufirma ließ sich dieses Problem auch bewältigen. Diese Sonderlösungen in der Aufzugsanlage waren für den Aufzugsbau dann auch recht werbewirksam. Sie haben diese Anlage zu Ihrem Firmenjubiläum und in der Fachpresse ausführlich behandelt. Aber ich will Ihnen jetzt noch mal kurz zeigen, wie das hier genau aussieht. Das ist also dieses dreieckige Vestibül, was im Erdgeschoss in dem ersten Obergeschoss vorhanden ist. Die diagonale Wand mit der inneren Aufzugsschachttür, die wir hier viermal übereinander haben, also in 4 Etagen. An dieser Stelle sind wir gerade im Obergeschoss, also hier ein Fenster, darunter aber der Zustieg vom Hofniveau. Das ist dieser frühere Dienstbotengang, der also auch zum Zeitpunkt der Aufnahme unserer Planungstätigkeit schon nur noch eine Abstellkammer war, also nicht mehr gebraucht wurde. Und man sieht also an solchen Stellen hier zum Beispiel, dass es eben gerade so haarscharf gepasst hat, diese Geometrie hier unterzubringen und nach außen damit baulich nicht wirksam werden musste. In den nächsten Bildern will ich Ihnen mal die Anschlusssituationen in den einzelnen Geschossen zeigen. Im Erd- und im zweiten Obergeschoss fügen sich die mit Stahlrahmen eingefassten Aufzugsschachttüren recht zurückhaltend in die hier noch recht schlichten Anschlussräume ein. Wir sind jetzt hier im Empfangsraum des Museums, erdgeschossig. Das wäre der Eingang über die normale Haustür, über Treppenstufen. Und hier hinten haben Sie ein bisschen versteckt mit so einem Stahlrahmen nochmal extra eingefasst diese Aufzugsschachttüre. Und im zweiten Obergeschoss sieht das ähnlich aus. Hier auch wieder diese diagonale Wand genutzt. Im Kellergeschoss mussten wir für die Tür ein Gewölbe verändern, was dadurch geschehen ist, dass hier eine kleine Stahlbetondecke eingefügt worden ist in Sichtbeton mit einer angeschrägten Kante, worauf das Gewölbe
sich hier wieder auflasten konnte. Es war also ein relativ kleiner Eingriff. Wir haben also alle Eingriffe, die wir in die historische Substanz einbringen mussten, immer so gemacht, dass man die optisch auch erkennen kann. Deswegen diese Decke hier zum Beispiel in Stahlbeton. Der Zugang zum Aufzug im festlich stuckierten Vestibül in der Belle Etage, erstes Obergeschoss, liegt jetzt dort, wo eine repräsentative Blindtür den Dienstbotenübergang zum Westflügel verdeckte, ohne dass der Wandstuck an dieser Stelle verändert werden musste. Schade ist hier höchstens, dass die schönere Außenseite der geöffneten Tür in der Regel zur Wand geklappt ist. Für die Aufzugsbenutzung brauchen wir ja hier die aufgeklappten Türen, die früher diesen kleinen Dienstboteneingang verdeckten. Es war also immer schon so, dass die Tür hier hinter viel kleiner war und dass die Rückseite der Tür relativ einfach gestaltet war. Und die Vorderseite sieht jetzt passend zu den anderen Zimmertüren rokoko-mäßig aus, aber wird natürlich für die Aufzugsbenutzung in dieser Form nicht gebraucht, sondern muss aufgeklappt werden. Aber man hat natürlich an dieser Stelle auch die Möglichkeit, durch die erhaltene Funktionstüchtigkeit der Tür die ursprüngliche Situation mit der neuen zu vergleichen und den nunmehrigen Wandel der Prioritäten vom einstigen Verdecken zur Einleitung zur Benutzung zu verdeutlichen. Über den Fahrschachttüren steht "Bitte einsteigen zur Zeitreise". Museal ist die Aufzugsfahrt so konzipiert, dass man nicht Etagen, sondern Zeitschichten, die Themen der Ausstellungsebenen, anfährt. Man fährt quasi auf einem Zeitstrahl im Untergeschoss bei der Begründung der Burg 1188 beginnend über die Zeiten Heinrichs VI. Und XI. Bis in die Epoche Heinrichs XIII. Bis zum Wiener Kongress 1815 ins zweite Obergeschoss hinauf. Dabei läuft auf einem digitalen Display in der Kabine gegenüber dem Bedientableau der Zeitstrahl mit den Hinweisen auf die musealen Inhalte der Etagen chronologisch ab. Gleichzeitig wechselt die Lichtfarbe der Kabinenbeleuchtung in den jeweiligen Leitfarben der Etagen. Erreicht man das angewählte Fahrtziel, wird außerdem akustisch ein kurzer Hinweistext eingespielt, was auf diesen Ebenen zu erleben ist. Ich habe Ihnen hier die vier Hauptetagen mal mit fotografiert. Wir würden mit dieser Aufzugsfahrt im Kellergeschoss beginnen. Das ist die Ebene, wo die Gründungsmauern der Burg sozusagen liegen, also 1188. Hier ist die Leitfarbe rot. Dazwischen liegt dann die Eingangsebene, die hier gelb gestaltet ist. 2010 steht hier neutral eben für Eingangsbereich, aber wir haben auf dieser Ebene auch die Schlosskirche aus barocker Zeit und vor allen Dingen auch den Zugang zur unteren Ebene der Doppelkapelle angeordnet. Wenn man das erste Obergeschoss erreicht, erlebt man dann die Zeit der Renaissance und des Barock. Also diese beiden Heinriche, VI. Und XI. Vor allen Dingen. Und wenn man dann nochmal einmal hochfährt ins zweite Obergeschoss, blaue Leitfarbe, 19. Jahrhundert, die Ereignisse verdichten sich, napoleonische Kriege, Stadtbrand in Greiz, dann der Wiener Kongress. Und wenn man dann immer noch nicht genug hat vom Museum, dann muss man in das untere Schloss überwechseln, weil dort die Zeit des Klassizismus und des Historismus weiter behandelt wird. Ich habe Ihnen jetzt an dieser Stelle ein kleines Video eingespielt, mal sehen, ob das läuft, um diese... Halt, war ich das jetzt? Nee. Also wir beginnen im Keller, im Mittelalter. Das obere Schloss Greiz war über Jahrhunderte die Residenz der Herren, Grafen und Fürsten.
Willkommen in den Fürstensälen mit der ehemaligen Schlosskirche und Doppelkapelle. Wenn wir jetzt vom Erdgeschoss weiterfahren nach oben, erleben wir auch noch die Vorbeifahrt an den Fenstern und können somit auch den Ausblick nach außen mitgenießen. Von der Reformation bis zum 18. Jahrhundert. Lernen Sie den Grafen Heinrich den VI., den Helden von Zenta und Heinrich den XI., den ersten Fürsten Reuß ältere Linie kennen. Und auf dem Display an der Seite sehen Sie, wenn das Licht mal günstiger ist, eben diesen Zeitstrahl und die Zeitachsen durchlaufen mit den Erläuterungen zu den musealen Inhalten. Anfang 19. Jahrhundert. Fürst Heinrich der 13. Reuß ältere Linie sichert dem kleinen Land die Souveränität während der napoleonischen Ära. Erleben Sie auch die dritte Dimension der reußischen Geschichte durch einen stereoskopischen Film. Ja, in dieser obersten Etage kann man übrigens auch diesen stereoskopischen Film, also einen 3D-Film erleben, der dank des Aufzuges eben auch barrierefrei erreichbar ist. Und dort wird künstlerisch, filmtechnisch sozusagen diese ganze kuriose Geschichte unserer Vögte und Heinriche erlebbar gemacht. Die Aufzugsanlage ist nicht nur ein wichtiges technisches Hilfsmittel zur selbstständigen barrierefreien Erreichbarkeit der Geschossebenen. Darüber hinaus ist die Zeitreise während der Aufzugsfahrt neben anderen Attraktionen des Museums, zu denen besonders die Herausarbeitung und Integration der mittelalterlichen Baubefunde zählen, ein besonderes Erlebnis. Nicht zuletzt wegen der Ausblicke aus den Fenstern, an denen man vorbeifährt, hatte ich schon kurz darauf hingewiesen. Die Kabinenmaße entsprechen reichlich der DIN EN 8170 Aufzugstyp 2, wo die Grundfläche mit mindestens 1,10 m mal 1,40 m festgeschrieben ist. Durch die Spitze und durch die Proportionen, die wir haben, ist es bei uns also noch etwas komfortabler. Das Bedientableau ist im Zusammenhang mit beidseitigen Handläufen horizontal in einer Höhe von 85 cm angebracht. Die 5 cm im Quadrat messenden Befehlstasten sind hinterleuchtet, die Symbole sind erhaben. Etwas unübersichtlich erscheint allerdings diese nachträgliche Beschriftung mit den Etagen, obwohl sie die Symbolfarben der Etagen beisteuern. Der Aufzug wurde bereits 2009 errichtet, deswegen ist der Standard möglicherweise jetzt nicht mehr ganz aktuell. Man hätte zum Beispiel jetzt noch Brailleschrift mit anbringen können, das ist damals verpasst worden. Oder man hätte zum Beispiel auch dieses Display ein bisschen tiefer anordnen können, damit man das in einer Sitzposition vielleicht ein bisschen nach oben und vom Stehen ein bisschen nach unten etwas bequemer hätte anschauen können. Innerhalb des Museums gibt es, bedingt durch zahlreiche kleinere Geschossversätze, allerdings auch Einschränkungen zur Barrierefreiheit. Diese Niveauunterschiede entstanden in der Vergangenheit durch viele kleine, voneinander unabhängige Bauetappen. Ohne Verlust der Denkmalwertigkeiten würden sich diese Niveauunterschiede aber nicht beseitigen lassen. Für den Kirchsaal im Erdgeschoss, Sie sehen hier die Eingangssituation geradeaus hinter der Glastür dieser Kirchsaal, rechts der Zugang zur Unterkapelle. Für diesen Saal, der also maximal bestuhlt immerhin 150 Plätze anbietet, wurde zur barrierefreien Erschließung innerhalb der Planungsphase noch eine besondere Lösung erdacht, leider jedoch bisher noch nicht realisiert.
um die 7 Stufen vom Erdgeschoss-Foyer zum Saal überwinden zu können, sollte nach der Ursprungsplanung ein Plattformlift installiert werden, der bei Nichtgebrauch in einer kleinen Kammer verborgen im dicken Wandquerschnitt geparkt werden könnte. Dieser Blick ist frontal in die Treppe rein, ermöglicht uns den Blick auf die Eingangstür. Und daneben diese schmale Tür dahinter war eine ungenutzte Fensternische. Und die haben wir also schon mal prophylaktisch zu einer kleinen Kammer umgebaut, sodass man den Lift, den hochgeklappten Lift, dort drin parken kann. Und dann als dauerhaftes Erscheinungsbild sozusagen nur noch die Fahrschiene unter dem Treppenlauf gehabt hätte. Ist aber leider nicht realisiert worden bisher. So, derzeit, jetzt komme ich zum Ausblick. Wie geht es weiter im und am oberen Schloss? Derzeit läuft die Sanierung des Hauses 8. Der Rohbau ist hier bereits abgeschlossen. Dieses Haus mit sehr gutem Bestand an Renaissancebau befunden, soll unter anderem mit einem zusätzlichen Sonderausstellungsbereich für das Museum und Räumlichkeiten zur Ausrichtung von Feierlichkeiten belegt werden. Auch hier wird eine Aufzugsanlage eingebaut werden, mit der man alle Etagen, auch die zum Museum gehörende, bereits fertiggestellte große romanische Tonne unter dem Palas und auch das Turmplateau barrierefrei erreichen kann. So, diese Aufzugsanlage ist vorgesehen im Treppenauge dieses Treppenhauses. Wir haben uns bei unseren Vorschlägen dazu auch hier wieder auf eine versteckte Lösung im Gebäude konzentriert. Die Denkmalwertigkeit ist bei diesem Treppenraum auch nicht ganz so hoch wie bei den restlichen Schlossanlagen, weil es sich hier um einen Neorenaissance-Zubau handelt. Der Vorteil davon war, dass hier ganz klare geometrische Formen mit einem ordentlichen rechteckigen Treppenauge vorhanden waren, was also von der Größe her auch so ausreicht, dass man dort einen verglasten Aufzug einbauen kann. Obwohl die Aufzugshaltestellen alle Hauptetagen erschließen werden, verbleiben allerdings auch hier Teilbereiche, die nicht barrierefrei erreichbar sein werden. Wir können also mit dieser Aufzugsanlage, die hier im Treppenauge untergebracht wird, hier außenrum im anderen Schnitt läuft dann spiralförmig die Treppe in die Obergeschosse, die Hauptetagen erreichen. Das wäre hier zum einen die Ebene Kellergeschoss, Anbindung der großen romanischen Tonne, im Erdgeschoss der zukünftige Kassenraum für das Museum, im ersten Obergeschoss die zur Vermietung vorgesehenen Räumlichkeiten für Feierlichkeiten und im zweiten Obergeschoss täuscht das jetzt ein bisschen, weil hier ein Höhenunterschied da ist. Es gibt auch eine andere Stelle, wo man barrierefrei reinkommt, aber es bleiben eben halt trotzdem noch Höhenunterschiede übrig. Sie können das hier an diesem Längsschnitt mal sehen, wie vielfältig hier die Baustrukturen sind und es gibt überall irgendwelche Höhenunterschiede. Wir haben jetzt die Planung so konzipiert, dass wir immer die hauptsächlichen Flächen erreichen können. Kleinere Höhenunterschiede können nur mit kurzen Rampen überwunden werden, aber bei halbgeschossigen Versätzen, da ist eben halt dann das Problem, da braucht man halt dann noch einen Treppenlift. Und das wird schwierig, das an allen Stellen tatsächlich anzuordnen. Auch im Außenbereich kann den Anforderungen sowohl von den absoluten Steigungsprozenten als auch vom holprigen Belag derzeit noch nicht gerecht werden. Außer über anstehende Freianlagensanierungen, wo man zum Beispiel glattere Belagstreifen einfügen könnte, denkt man auch über die
die Möglichkeiten eines Schrägaufzuges nach, um die ca. 50 Meter Höhenunterschied vom Innenstadtniveau zum Schlosshof zu überwinden. Ich habe Ihnen hier im Foto mal eine dieser Varianten im Modell mitgebracht. Der Schlossbergfelsen, das ist die Zufahrtsstraße, die hat im Mittel Steigungsverhältnisse zwischen 10% und 15%, also ist ganz schlecht für jemanden, der auf Gehhilfen angewiesen ist. Es ist aber dadurch, dass der Berg ringsherum frei steht, keine andere Möglichkeit vorhanden. Dieses ist die in dieser Variante vorgeschlagene Trasse eines Schrägaufzuges kombiniert mit einem kurzen lotrechten Aufzug. Und man kann also mit dieser Möglichkeit das oberste Hofniveau barrierefrei erreichen, außerdem den Ringweg mit der oberen Schanze und über diese Anbindung die untere Schanze mit einem Rokoko-Pavillon und einer Aussichtsplattform über das historische Stadtzentrum von Greiz. Es gibt dazu noch andere Varianten. Eine Anfahrt des Schlosses generell mit Pkw scheidet aus, weil kein Platz für ausreichend Stellplätze zur Verfügung steht. Eine weitere Möglichkeit wäre zum Beispiel auch ein Shuttleverkehr. Das Problem ist hier aber weniger die Anschaffung als die Betreibung. Entscheidungen sind in der Stadt Greiz diesbezüglich noch nicht getroffen worden. Sie sehen also resümierend, dass eine Höhenburg wie das Greizer Obere Schloss nicht so einfach barrierefrei zu erschließen ist und wenn überhaupt, dann nur mit Einschränkungen. Trotzdem leisten auch die partiellen Realisierungsmöglichkeiten einen Beitrag zur Barrierefreiheit, den es lohnt auszunutzen. Auch wenn die Stadt Greiz aufgrund ihrer Topografie von vornherein nicht gerade behindertengerecht angelegt ist, es gibt hier zahlreiche steile und auch sehr steile Straßenabschnitte, gilt meine Einladung. Kommen Sie nach Greiz und testen Sie die Angebote auf Behindertenfreundlichkeit. Geben Sie Anregungen zur Verbesserung und melden Sie vor allem auch durch rege Nachfrage den Bedarf an baulichen Hilfen zur Überwindung von Barrieren an, denn oftmals fehlt es ja noch am Verständnis mit unseren Mitmenschen, die es nicht so einfach haben wie ich zum Beispiel. So, damit wäre ich am Ende angekommen. Ich hoffe